nochmal, Abu Lahab, la'natullah alayh. Wer war Abu Lahab? Der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. 10 Jahre bevor Allah azza wa jal uns die Surah Al-Masad offenbart hat, und darin lesen wir, dass Abu Lahab einer der Höllenbewohner sein wird. 10 Jahre davor hat Allah diese Ayat offenbart. Abu Lahab hätte in den 10 Jahren was machen können? Bereuen können. Hat er es getan? Warum nicht? Allah wollte für diesen Diener nichts Gutes. Allahu Akbar. Und er war der Onkel von dem? Vom Propheten Sassan. Bist du der Onkel vom Propheten Sassan? Nein. Und dich hat Allah zur Reue gelenkt. Dich hat Allah zur Reue gelenkt, subhanahu wa ta'ala. Daher, ja, die Sache hat nichts damit zu tun, ob du zu der Familie vom Propheten Sassan gehörst oder nicht. Die Sache hat damit zu tun, ob du ein gesundes Herz hast oder nicht. Auch wenn dein Vater 10-mal bei der Hajj war, was nützt dir das, ja? Dein Vater wird den Lohn bekommen, aber du hast nichts damit zu tun. Jede Seele wird für sich selber abgerechnet. Jede Seele. Du wirst niemals das Gute von dem bekommen, was dein Vater gemacht hat. Weil dein Vater ist für sich verantwortlich und du bist auch für dich verantwortlich. Und daher, wenn Allah uns zur Reue lenkt, was sollte unsere Aufgabe sein? Dass wir auch tatsächlich dann bereuen und uns danach sofort ändern. Wir wollen ja nicht nur den Namen kennenlernen, wir wollen ja auch wissen, wie leben wir.